Willkommen zurück in Silent Hill 4 The Room. So. Aileen ist irgendwie schreckhaft weggelaufen das letzte Mal und vor der Tür steht langsam der Hausmeister und fragt sich, was eigentlich los ist. Aber wir? Warum sind wir eigentlich zurückgegangen? Warum waren wir zurück? Wieder hier? Ach so, er ist ja von alleine wieder hierher gekommen, ne? Der Henry. Wir sind ja gar nicht weggegangen eigentlich. Gut, wir machen mal das Radio nochmal an. Wir sollten ja auf einmal hierher. Are you yearning for that special place to spend quality time with your loved one? Do you need to relax and get away from it all? Come to Silent Hill for the ultimate peaceful getaway. Ja, Silent Hill. Wissen wir doch alle. Der schönste Urlaubsort, den man sich vorstellen kann. Oh ja, hier ist immer ein bisschen mehr los irgendwie in der Nachbarreihe. Da oben links ist gerade eine Mädel, die da irgendwie meint, sie muss aufs Bett oder sonst wo steigen, um mal gut rausgucken zu können, aber sieht uns anscheinend auch nicht. Das ist ja auch so das Phänomen, dass die Nachbarn uns anscheinend überhaupt nicht sehen können. Hier direkt gegenüber, weiß ich nicht, irgend so ein Kerl und unten rechts ist auch noch jemand, der sich im Bett wälzt. Schön, okay. Zur Straße können wir anscheinend ja nicht gucken. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder zurück. Denn ich frage mich, ob im Wish House jetzt. Ja, kommen wir da jetzt überhaupt wieder an? Wir sind ja hier auf einmal verschwunden. Das Loch hat sich wieder verändert. Und ich glaube, ich kann Kinderstimmen hören. Ja. Vielleicht von diesem Wish House? Bin ja mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Oh Gott, wer ist denn da gefangen und wo sind wir denn jetzt hier? Scheiße. Das Schloss ist kaputt, ich kann die Tür nicht öffnen. Oh, ich erinnere mich aber hier. Ich bin echt vorsichtig hier. Wer bewegt sich dann in den Pistolenkugeln? Ja. Ein Schatten? Graffiti, es sieht immer noch wie Kinderschrift aus. Ich werde vom mittleren Zimmer aus beobachtet. Irgendwas matscht da an der Wand. Irgendjemand gähnt hier? Vom mittleren Zimmer und. Was ist das für Blut? Sagt er da nichts zu? Oh Gott. Wir sind, glaube ich. Man nennt es, glaube ich, auch so, das Gefängnis. Oh, der Arme. Heb mal den Zettel auf. Da liegt ein hastig beschriebener Zettel auf dem Boden. Glück gehabt. Ich bin endlich aus der Zelle entkommen. Habe mich entschlossen, mich vorsichtig im Gebäude umzusehen. Am unheimlichsten war das erste Untergeschoss im No, im NO, eine Küche, aber nebenan im NW eine Todeskammer. Nordosten wahrscheinlich, Nordwesten. Man braucht eine mir unbekannte Zahlenkombination, um hineinzukommen. Und es war zu dunkel, um die Tasten zu sehen. Also konnte ich nicht hinein. Na toll. Er sagt ja selber noch, dass es unheimlich ist. Kaputt. Da ist jemand. Komm, ich hol dich raus. Sie ist verschlossen. Oh nein. Wer ist denn da drinnen? Wer ist denn das? Rede mal mit mir. He's gonna kill me. Walter's gonna kill me. He's gonna kill me. Also lebt
der Walter noch und der bringt die alle um. Ja, ich... Was soll ich machen? Get me the hell out of here. Was soll ich machen? Hier ist offen. Ist hier wieder irgendwas? Oder nix? Diese komischen Viecher am Boden. Oh Gott. Wenn sich das so bewegt. Da war auch eine Tür links noch, aber ich will erstmal hier rum. Kaputt. War ich jetzt hier schon? Nee. Da steht was. Ich hab's satt, beobachtet zu werden. Oh mein Gott. Und dann ist hier ein Strick und der hat sich umgebracht. Oh Gott. Wie schrecklich. Oh, ich finde das ganz schlimm. Voll schlimm. Voller Horror. Komische Dinger hier. Und da geht wieder jemand lang. Wer geht denn da immer lang? So, jetzt sind keine Dinger mehr hier. Und da ist irgendwas, was da beim Loch vorbeigeht und die Leute in den Zellen beobachtet. Wie krank ist das? Kaputt. Irgendwann müssen wir ja wieder da sein, wo wir schon mal waren, ne? Ja, hier. Jetzt bin ich einmal eine Runde gelaufen. So, jetzt laufe ich nochmal. Oh, das tut mir so leid. So, ich gehe jetzt hier raus. Oh. Oh, hier können wir wieder zurück. Dann sollen wir das ja anscheinend... Nee, warte, das ist ein Zettel. Hastig beschriebener Zettel. Wer schreibt denn diese Zettel? Walter vielleicht? Um zum Überwachungsraum in der... Nee, der aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Um zum Überwachungsraum in der Mitte des Komplexes zu kommen, muss man die Leichen... Die Leichenrutschen in den Zellen verwenden. Diejenigen in den Zellen im Erdgeschoss und im ersten Stock sind verschlossen, damit die Kinder sie nicht entdecken. Man muss also über eine Zelle im zweiten Stock ins Erdgeschoss gelangen. Ich weiß, wie man es macht, aber es geht mir echt auf den Geist. Außerdem funktioniert das Licht nur im zweiten Stock. Oh nö. Oh nö, Tagebuch des Wachmanns. Es wird voll unheimlich hier. Wir gehen wieder zurück in unser Apartment und bleiben da für immer. Und ich verkriech mich unter der Decke. Aber mir tut der Mann so leid. Ich will den Mann halt da auch aus der Zelle rausholen. Das ist voll schrecklich. Und das Allerkrankeste ist, dann, er hat ja gerade geschrieben, der Wachmann. Warum ist der Ventilator auf einmal an? Der war doch nie an. Und das Rauschen, kommt das vom Ventilator? Ich traue mich schon wieder gar nicht, hier durchs Apartment zu gehen. Was ich sagen wollte ist, es wurde ja gesagt, die Kinder dürfen die Leichenrutschen nicht entdecken. Das heißt, die Kinder wurden ins Gefängnis wahrscheinlich gesperrt. Was rauscht hier? Da ist auch der Ventilator jetzt an. Und ein neuer Zettel. Ach du Scheiße. Oh oh, jetzt wird's unheimlich. Fetzen rotes Papier. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass mein Leben in ernster Gefahr ist. Ich habe in meinem Leben viel durchgemacht, aber ich habe noch nie diese reine animalische Angst verspürt. Für den Fall, dass mir etwas geschehen sollte, schreibe ich alles auf, was ich herausgefunden habe, und hinterlasse es demjenigen, der nach mir hier wohnt. Ich untersuche einen Massenmord, bei dem vor 7 Jahren 10 Menschen in 10 Tagen auf verschiedene Weise getötet wurden. Gemeinsam hatten sie jedoch, dass in jede Leiche eine der folgenden Zahlen in der Reihenfolge ihres Todes eingeritzt war. 01121, 02121, 03121. Jetzt muss ich mal bababa, der Name des Killers, er war auch eingeritzt. Wir hatten bisher 16121, 1121. Und 17121. Die ist nicht hier dabei. Das heißt, derjenige führt es vielleicht fort. Aber warum? Sein Name war Walter Sullivan. Ja, Walter ist der Killer 4. April. Aber das ist doch dann schon länger her. Oder was? Jetzt muss ich hier mal durch die Tür natürlich gucken. Da ist der Hausmeister wieder.
der da wahrscheinlich völlig ahnungslos steht und sich fragt, was mit dem Apartment ist, wo Henry ist und warum er nicht reinkommt mit seinem Schlüssel. Was stimmt nicht mit diesem Apartment? Verständlicherweise ist jemand von außen, der das alles überhaupt nicht sehen kann, vor allem auch nicht die Hände hinter ihm, völlig ahnungslos. Aber er macht auch anscheinend nichts weiter. Er steht da nur und guckt mal nochmal durch. Und jetzt ist er weg. Und wenn ich das jetzt nochmal ein drittes Mal mache. Okay, alles klar. Ich will nochmal hier in meine Notizen gucken. Muss mal auf Escape hier. Notizheft. So, 1. April, Erkundungsnotiz, rotes Tagebuch, 8. April. Nee, das ist es ja gar nicht. Doch, nee. Das da, 4. April. In dem Fall, dass mir etwas geschehen soll, schreibe ich alles auf, was ich herausgefunden habe und hinterlasse den, der nach mir wohnt. Also irgendjemand hat das hier, das war selber ein Detective, ne, sozusagen. Und Henry nimmt jetzt so seinen Nachfolgeplatz ein und dem passiert genau dasselbe, er kommt nicht raus. Und der Hausmeister hat ja auch vorhin gesagt gehabt dann, ja, genau wie beim letzten Mal. Das heißt, es wird schon mal jemand hier gewohnt haben, dieser Detective-Typ. Und der hat diesen Massenmord versucht zu untersuchen, was vor 7 Jahren war. 10 Menschen in 10 Tagen. Also werden weitere, wie viel hatten wir jetzt? 8 Leute müssten eigentlich noch sterben. Und der Walter selber auch. Weil der Name steht ja selber auch noch drauf, oder was? So, es ist der Fernseher, der gruseligerweise rauscht. Ich erinnere mich nicht, dass ich das eingeschaltet habe. Hast du auch nicht. So, jetzt rauscht alles. Das ist ja schön. Kannst du das mal bitte alles ausmachen? Das ist gruselig. Selbst wenn ich den Strom ausschalte, bleibt der Bildschirm an. Na toll. Oh, ich hasse sowas. Das ist immer so gruselig. Ist hier irgendjemand nebenan, der uns... Nee, der eine. Pennt da auch. Gut, dann werde ich wieder speichern an der Stelle, wenn ich schon mal wieder hier bin. Und dann gehen wir wieder zurück, oder? Was soll ich hier sonst... Wir müssen wieder zurück irgendwie ins Gefängnis und dann werden wir die widerlichen Leichenrutschen benutzen dürfen. Ich freue mich schon. Yay. Hier sind wir auch schon lange nicht reingegangen. Ich guck mal nach dem Rechten. Es ist so furchtbar eng hier und das finde ich gar nicht toll. Ölgefüllter Kanister. Vielleicht brauchen wir den ja nochmal für irgendwas. Wenn das hier so steht. Tja. Toll. Schön. So, das Ganze ist ja immer zum Speichern gut. Dann gehen wir wieder hier durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Wieso habe ich denn... Waren hier vorher auch Nebentüren? Warum sind jetzt hier auf einmal Türen? Waren die hier vorher auch? Hilfe. Ist das unheimlich hier? Ah, Hilfe. Ah. Wohin? Hier. Geh da runter, geh da runter. Boah, Scheiße. Und jetzt? Was ist hier? Oh. Wo kommen wir denn hier hin? Und ich hier mit meinem krübbeligen Golfschläger, weil ich habe ja auch gar keine Muni mehr. Scheiße. Was? Aha. Was ist das hier? Sein Schlüssel. Ja, ich nehme den Schlüssel. Sie haben den Schlüssel Wassergefängnisausgang. Schlüssel, der im 2. Untergeschoss des Wasserradraums gefunden wurde. Darauf ist auf eingraviert. Aha, und was steht hier noch? Da steht was auf der Tafel. Um die Zellenbeleuchtung im 2. Stock einzuschalten, müssen Sie dieses Wasserrad drehen. Denken Sie daran, dass das Wasser in Richtung des Wasserrads fließen muss. Sie müssen natürlich auch das Schleusentor auf dem Dach öffnen.
Sie haben den Text auf der. Okay, das ist gut. Muss ich nicht immer runterkommen, falls ich es nicht kapiere. Aber ich soll wohl dann auch nochmal aufs Dach, oder was? Was? Nein! Mimi! Ja, die kommen jetzt immer wieder, weil die fliegen da, gehen da mal runter. Und ich darf jetzt hier wieder durch. Ich will aber nicht hier durch das Loch. Wir werden uns jetzt nochmal weiter hier umsehen. Ich werde jetzt hier mal rausgehen. Wo sind wir hier? Oh, das Zeichen, das kennen wir doch aus Silent Hill 3. Das Kultzeichen. Ich kann sie nicht weit öffnen. Ich gehe mal davon aus, am Ende aller Tage hier wird sich die Tür aber öffnen. Oder sie öffnet sich durch das Wasser. Aber um das hinzukriegen, müssen wir sowieso erstmal raus. Och, nervt mich nicht. Lasst mich bloß in Ruhe. So, hier wieder durch. Und dann gehen wir hier mal hoch. Oh, der... Nein! Nein, 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 nein. Der Kameraweg. Oh, das ist gemein. Ist das fies mit den Geräuschen. Scheiße, ich will nicht. Lauf einfach ganz schnell hoch. Hier. Und was ist, wenn wir noch weiterlaufen? Da ist noch eine Tür. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Tür geht nicht auf. Sie scheint von innen verschlossen zu sein. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Ja. Und dann, wir wollen zum Dach. Lass mich. Lass mich alle. Ja, war ja klar. Oh Manno. Lass mich doch mal. Hier geht's hoch. Geh mal hier hoch. Müsste ja auch irgendwann dunkel hier sein. Ah, ich will nicht. Ich will nicht. Es ist unheimlich. Ja, komm. Schlag mich ruhig wieder. Ja, ja. War klar. Die kriegen mich immer. Naja, passt immer. Hier hätte ich auch runtergekommen. Kann ich hier auch hin? Nein, aber ich kann noch höher. Geh mal höher. Wir wollen richtig schön hoch. Hoch, hoch, hoch. Haha. Aber ich habe das Gefühl, ich renne auch immer wieder runter. Ja. Ich bin bald im Eimer hier, wenn das so weitergeht. Oh, kommt, Leute. Es reicht jetzt. Nervt mich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Geht nicht. Hier kannst du nochmal... Hä? Ja, hinauf, hinauf, hinauf. Sind wir jetzt endlich mal oben? Ich sterbe bald. Oh Mann, ich wollte jetzt extra stoppen, damit ich nicht erwischt werde. Ey... Gleich sterbe ich. Nein! Lass mich. Nein! Nein, er kriegt mich. Ach Mann. Was mache ich denn jetzt? Ich muss doch hier irgendwann mal weiterkommen können. Oh, ihm geht es schon richtig schlecht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Also ich sterbe gleich. Das sehe ich schon. Ich glaube, ich muss hier mal runter. Oder ich muss mal richtig bis zum Ende laufen. Das ist doch mein eigenes Blut hier, was hier schon liegt. Ich laufe immer wieder im Kreis. Nein! Ja, das war's. Ach, Henry. Oh, dramatischer Tod. Ja. Das ist toll.
Vielleicht hätte ich doch nochmal zurück ins Loch gehen sollen, damit das nicht passiert. Und da wir jetzt bei 20 Minuten sind, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4 The Room. Und dann hole ich das nochmal nach und dann sehen wir uns wieder. Und dann hoffe ich mal, dass ich den Weg mal finde. Es ist ja völlig, völlig verwirrend hier in diesem blöden Wassergefängnis. Bis dann!